fahre nach Heidelberg. Ich treffe mich heute mit einer super schönen jungen Dame. Also Friends, wir sind gleich beim Sonnenuntergang. Leni? Freunde des besten Modeschmacks, ihr seht's, Andy Abi ist wieder mal im Badezimmer. Und wenn Andy Abi im Badezimmer ist, dann kann der Vlog nur noch beschissen werden. Fühl dich. Andy Abi hat gleich eine Verabredung. Andy Abi ist auch schon eine Stunde und 7 Minuten zu spät. Und Freunde, deswegen. Also wenn du nur 1000 Euro im Monat machst, dann würde ich dir empfehlen, mehr zu machen. The Fragrance of the Day von Tom Ford Noir Extreme. Power. Oh, das ist ein bisschen viel. Also Freunde, ihr seht, Andy Abi ist wieder im Auto und Andy muss 312 Kilometer fahren, weil ich fahre nach Heidelberg. Freunde, ich treffe mich heute mit einer super schönen, ehrlich, no joke, super schönen jungen Dame. Super, super cool. Und es gibt noch eine kleine Backstory dahinter. Ich habe die kennengelernt, Freunde, am Tomorrowland im gottlosen Rave. Für Freunde, wisst, Andy hat's Geld. Ich. Und Freunde, die Frau ist auch Geld. Ich. Super, super cool. Ich piss mich gleich ein. Also Freunde, ich bin random in Heidelberg gespawnt und ich mache jetzt, ich weiß nicht wieso, aber ich mache den ganzen Touri-Shit. Also Freunde, ich bin jetzt die chinesischen Touristen. Ich probiere die besten Aufnahmen zu bekommen für meine Verwandten in Südchina. Wird schwierig, aber ich probiere es. Andy genießt Kultur. Also was ist wo? Jetzt muss ich mit dem Finger zeigen. Was ist wo? Das ist die alte Brücke. Siehst du die? Ja. Alte Brücke, das ist die kleine oder die hintere? Das sind drei, ich sehe drei Brücken. Was sonst? Dann siehst du die Straße, die lange mit den vielen Leuten, die da durchgeht. Ich sehe ein paar Straßen, die lang aber sind. Aber die große ist die Hauptstraße in Heidelberg. Ich glaube, die gehört sogar zu den längsten Einkaufsstraßen in Europa. Was gibt's da für Brands? Gibt's da Peso? Ja. Der Profi-Videograf Andy Abi macht die besten Aufnahmen. Südchina. Ich will der Allerbeste. Macht die besten Aufnahmen. Ich schenke euch noch einen Schluck. Schmeckt ein bisschen nussig. Nussig? Also, wie ist Andy bis jetzt so? Kannst du noch von ganz unten hin? Nussig. Also Freunde, wir sind back at the tourist shit. Wir haben schon 4 Aperol drin, von denen habe ich 3 konsumiert. Aber ich spüre weniger als die junge Dame. Deswegen, mir hat die gute Dame empfohlen, dass ich meinen Kopf in einen Affen reinstecken soll, da hinten, damit ich Glück habe. Ich bin eh schon ein Pechvogel mit meinem Aussehen, deswegen. Schon besser, wenn man sein Gesicht nimmt. Freunde, der letzte Vlog von Andy und Klöt. Wir fahren jetzt in die Reihen. Letzte Worte, Leni, letzte Worte. Wir sind echt, Wir müssen jetzt einholen. Jetzt gibt es eine Verfolgungsjagd, Klöt. Wir holen jetzt ein, Freunde. Die da hinten. Jetzt gibt es eine krasse Verfolgungsjagd. Mit Andy und Leni Abi. Machen wir jetzt Stress. Jetzt gibt's Stress. Wir rammen jetzt. Ich wohne hier, Alter. Oh. Warte. Sorry. Wir haben die gerammt. Das Schöne ist, Freunde, Andy Abi ist heute Abend wieder weg. Ja, genau, das ist ja. Es. Du hast hier gar nichts damit zu tun. Man sagt bei uns, veni, vidi, vici. Gekommen, gewonnen, verlassen. Glaube ich. Ja. Freunde, nachdem ich 3 Fantas vorhin hatte, dachte ich zur Abwechslung, hole ich mir mal eine Sprite. Einfach auch genüsslich, weil der Gaumen muss auch relaxen, der Gaumen muss auch verschiedene Tasten bringen. Stoß mal an. Mach jetzt. Stoß, stopp. Nee, ich muss nicht mehr. Ich will selber anschließen. Andy, Abi, auf dich, Buddy. Super, super cool. Also, Boys, ich bin hier, wir machen ein soziales Experiment. Schaffe ich Heidelberger Frauen zu klären? Ich glaub's nicht. Ich warte, bis ich hinsetze, dann mach ich sehr sympathisch. Ja. Leni glaubt mir nicht. Sie kommen näher. Ich sehe ihren Schatten. Ja. Du musst doch weggehen von mir, Alter. Nein, ich mach schlau. Ich frag dich, ob wir einen Dreier möchten. Dann nimm doch gleich beide mit.
Ja, safe war auch der Plan. Ich mach schlau. Ach so, und ich? Du machst mit Video im Kamera. Ah, jetzt. Okay. Die ganz du weg? Hast es verkackt, nein. Die laufen weiter. Die ganz weg? Du laberst nur. Ey, nein. Ich hab doch gleich gesagt, ich geh dachte, hin. Ich dachte, jetzt nicht dahin. Schlau. Wie ist mit Andy so? Soll ich jetzt was Gutes sagen, weil die Kamera läuft? Na, was Ehrliches. Nur sehr tiefgründig, aber trinkt ein bisschen viel. Sprite. Ich trinke gar kein Eigentlich trinke ich nicht. Sag ich auch eigentlich. Eigentlich auch nicht. Eigentlich trinke ich nur Sprite und Fanta. Der bestellt sich einfach drei Aperol. Ja, normal. Drei ist doch so wenig. Wir machen immer Sixpack normalerweise. Sechs rein. Zwei Nasenlöcher und ein Mund. Mal zwei. Freunde, hat mir so Leni erzählt, dass sie keine Chayas haben in der Stadt. Freunde, einfach fette Chayas hier. Ey, ich wurde einfach in das Licht geführt. Influencer. Ich bin's, Influencer. Ihr wisst, das legendäre Format. Andy sucht Chayas in deutschen Städten. Ich habe es so gesagt, Freunde, eigentlich mache ich so ein Format. Ich suche in jeder Stadt eine Chaya und sie ist Heidelberg. King. Sie hat mich gefragt, ob ich einen Dab machen will. Ich sagte, normal mache ich einen Dab. Die Kunst im Dab ist der Winkel. Es ist egal, wie er performt wird. Es geht nur um den Winkel, um den 90-Grad-Winkel. So. Auch das so, bam. So, ich dab einfach. Ich kann sind auch dabben. Aber keine 90-Grad-Winkel. Doch, bam. Nice. Soll ich eigentlich mal ausmachen, oder? Nee. Am besten schmeiß einfach am Boden. Also, Friends, wir sind gleich beim Sonnenuntergang. Mir hat Eleni Abi erklärt, dass er ein super schöner Sonnenuntergangsplatz ist. Da oben ist schöner, aber da sind so viele. Dann gehen wir da, wo nicht so viele Leute sind, nicht so schön ist, weil Leni denkt, Andy hat dieses Beste verdient. Alles voller Blumen. Du kannst so drunter durch, da darf man nicht. Leni, freut mich wirklich. Adventure Time. Sieht schon gut aus, ehrlich. Sieht schon nicht schlecht aus. Guck, das blüht alles und dann kann man so drunter durch. Leni, warte nochmal. Komm, Leni. Nee. Okay, Freunde, das ist jetzt ganz langsam. Ganz hoch? Okay, let's go. Wir schaffen das, wir schaffen das. Bist du ready? Bist du ready für die schöne Aussicht? Ich bin schön aussicht. Warte, Freunde, wartet. Wir gehen zusammen nach vorne. Wir machen es lang. Ich hoffe, man sieht gar nichts, Freunde. Ich hoffe, man sieht genau gar nichts. Nur Snacks. Alle Freunde, wir sind in einem random Sushi-Restaurant gelandet. Ich wurde beredet, ich wurde gezwungen, auch wenn ich laktoseintolerant bin. Was gar keine Rolle spielt. Schmeckt ein bisschen lustig. Freunde, Andy Abi lebt. Ich bin jetzt in einem random Hotel gespawnt. Ich bin immer noch in Heidelberg und ich werde gleich brunchen gehen mit der guten Leni. Okay, ich gehe doch nicht mehr brunchen. Ich gehe brunchen mit ihrer Mutter. Schlau. Freunde, ein Sonntag, der kann gut sein. Aber ein Sonntag ist noch besser, wenn man nicht zahlen muss. Ich werde gerade eingeladen. Wer hat es eigentlich gesagt? Ich. Deswegen sind wir random irgendwo gespawnt. Es gibt hier kalorienarmes Frühstück. Leben wir. Also, Freunde, es ist. Boah, Scheiße. Es ist das Ende vom Vlog. Leni Abi, wie war es mit Andy? Erzähl mal, wie war es, damit der Zuschauer sich vorstellen kann, wie Andy war? Also ich bin froh, dass es zu Ende ist. So länger hätte ich mir das jetzt ehrlich gesagt nicht geben können. King. Schon anstrengend. Ich bin in der Nähe von Frankfurt. Alle ich denke, da ist was Besseres. Alle Childs Frankie, schreib mir. Frankfurt Childs, ja. Let's go. Sonst komm, gib mir noch ein paar schöne Worte zu. Nee, war okay. Ich habe zwar jetzt das Frühstück bezahlt, was er nicht aufgegessen hat. Vor allem, man muss sie auspressen, ja normal. Das macht ein wahrer Ehremann. Sonst komm, gib noch ein Küsschen an die Zuschauer und sag abonnieren und liken. Disliken. Nein, wegen mir. Liken. Deswegen meine Freunde, so lange zuschauen und peace out. Woo! Ich esse gleich ein Restaurant.